seid. Und schön, dass ihr immer noch da seid zu unserer letzten Aktion vor der Sommerpause hier am Dienstagabend. Und heute geht es um einen gewaltigen Vers, den werden wir nie und nimmer in diesen uns verbleibenden 30 Minuten schaffen. Aber wir werden anfangen damit und danach der Sommerpause noch mehr darin schürfen. Wir sprechen heute über einen der spannendsten Verse der ganzen Offenbarung, wenn nicht der ganzen Bibel, nämlich um Offenbarung 12, Vers 17. Und das ist ein ganz besonderer Vers. Und bevor wir den aufschlagen und gemeinsam da uns annähern, wollen wir gemeinsam niederknien zum Gebet. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können, dass wir dein Wort studieren können. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns Gnade schenkst, dein Wort richtig zu verstehen, richtig aufzunehmen und für uns heute so zu erkennen, wie du es gemeint hast. Dieser Vers, den wir heute anfangen zu studieren, ist von großer Wichtigkeit für uns, die wir in dieser Zeit leben. Und wir bitten dich um ein richtiges Verständnis und dass du uns durch deinen Heiligen Geist führst und leitest dadurch. Und wir danken dir, dass du mit deinem Wort in uns sein möchtest und dass dieses Wort zum ewigen Leben uns retten wird. Amen. Offenbarung 12, Vers 17. Dort heißt es: Und der Drache wurde was? Zornig. Über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Der Vers ist vollgestopft mit Informationen. Einige davon sind sehr einfach, weil die kennen wir schon. Andere sind vielleicht besonders spannend. Fangen wir mal an. Was haben wir alles für Elemente und Personen hier, die wir klären müssen in unserem Verständnis? Was kommt alles vor in diesem Vers? Drache. Da wollen wir gleich überlegen, denn Drache ist der? Toll. Okay, was haben wir noch? Wir haben die Frau. Was haben wir noch? Wir haben den Samen. Und wir haben die Übrigen von ihrem Samen, nicht wahr? Habt ihr das gesehen? Also, es gibt die Übrigen. Man muss wissen, was ist der Same, damit man weiß, was die Übrigen vom Samen sind. Ja? Es gibt das Symbol des Samens und das Symbol der Übrigen. Was haben wir noch? Wir haben die Gebote Gottes. Und wir haben das Zeugnis Jesu. Und wir haben einen Krieg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Dinge. Also wir haben den Drachen, das ist der Teufel. Die Frau, wissen wir auch schon, haben wir lange ausführlich besprochen, ist die Gemeinde. Das sind die beiden Dinge, die schon vorher vorkamen. Definitiv, die wir lange und breit jetzt besprochen haben. Das wiederholen wir nicht, da haben wir 1000 andere Folgen. Das könnt ihr euch mal zu Hause anschauen, wenn es nicht gewesen ist. Spannend für uns sind jetzt diese Dinge. Es gibt Krieg, es gibt Übrige, es gibt den Samen, es gibt die Gebote Gottes, das Zeugnis Jesu. Und das Interessante ist, jetzt muss man sich kurz die Beziehung vorstellen. Jetzt, worauf bezieht sich der Krieg? Fast. Fast. Gegen wen? Noch faster war das. Das war schon fast. Das stimmt schon, aber es ist gegen die Übrigen ihrer Nachkommenschaft, richtig? Das heißt, Krieg bezieht sich auf die Übrigen und auf den Drachen. Ja, mit anderen Worten, wenn wir es so ausdrücken würden, wir haben den Drachen und wenn wir hier die Frau haben, die immer im Konflikt waren, dann hat die Frau einen Samen und von dem Samen die Übrigen. Und da geht der Kampf hin, ja? Könnt ihr sehen? Es ist nicht hier einfach nur ein Kampf zwischen Drache und Frau. Den haben wir schon das ganze Kapitel. Hier ist ein besonderer Kampf, ein besonderer Krieg zwischen Drache und Übrigen. Und das heißt, der Same bezieht sich auf die Frau. Ja, ist ganz wichtig. Und Gebote Gottes und Zeugnis Jesu beziehen sich auf Übrigen. Auf die Übrigen. Jetzt habe ich euch hoffentlich nicht verwirrt, aber das sind so ein bisschen die Beziehungen. Frage Nummer 1. Wir gehen jetzt mal systematisch hier so durch. Zumindest wollen wir uns mal mit den beiden, hier mit den beiden Begriffen, mit dem das vielleicht das nächste Mal beschäftigen. Mal sehen, wie wir es schaffen.
Was bedeutet wohl dieser Krieg? Was hast du gesagt? Zwischen Jesus und dem... Wie kommst du? Hier steht nicht, dass der Krieg zwischen Jesus und Teufel. Wo steht das denn? Das stimmt. Wo kommt das Wort Krieg nochmal vor? Hm? Im Himmel, wo? In den Versen davor, genau, wo? Sieben! In Offenbarung 12, Vers 7. Offenbarung 12, Vers 7 ist ein super bekannter Vers. Den studieren wir ständig und sagen, es entstand ein Kampf im Himmel. Und dann Offenbarung 12, Vers 17 ist ein super bekannter Vers, den wir ständig studieren. Aber selten bringen wir die beiden zusammen. Denn dasselbe Wort, das in Offenbarung 12, Vers 7 steht, ist dasselbe, was in Offenbarung 12, Vers 17 steht. Und das sollte euch eigentlich kalt den Rücken runterlaufen. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Krieg, um den es hier geht, ist derselbe Krieg, der im Himmel stattfand. Dieselben Prinzipien, die im himmlischen Krieg in Offenbarung 12, Vers 7 wir angeschaut haben, sind dieselben Prinzipien, derselbe Kampf, dieselbe Polemos, dieselbe Polemik findet hier zwischen der Frau und den Übrigen statt. Jetzt, wir haben alle schon ein Konzept, wer die Übrigen sind. Wir wissen, das spricht von unserer Zeit, da werden wir später zu kommen. Wir können es jetzt schon darauf betragen, denn wir wissen, bei den Geboten Gottes und dem Zeugnis Jesu, nur mal ganz allgemein, damit wir schon einfach die Berechtigung haben, von uns zu sprechen. Die Gebote Gottes sind nicht schwer zu erkennen, das sind die 10 Gebote. Und das Zeugnis Jesu ist? Geist der Weisung sagt, welcher Vers? Offenbarung 19, Vers 10, ganz genau. Das heißt, diejenigen, die 10 Gebote halten und in irgendeiner Form den Geist der Weissagung in ihrer Mitte haben, sind das Angriffszentrum Satans. Okay? Das ist klar, das müssen wir noch ein bisschen genauer anschauen. Wie hat Satan Krieg geführt in Offenbarung 12, Vers 7? Gedankenwort, es war nicht so ein physischer Krieg, es war ein Krieg des Streites, nicht wahr, der anderen Ideen, die er eingebracht hat. Ja, das war ein Punkt, den wir angeschaut haben. Was wird er also heute machen, in dieser letzten Zeit? Er wird Krieg führen, wodurch? Durch Gedanken, durch Ideen, durch Theorien, durch neue Theologie sozusagen. Was im Himmel anfängt, war eine neue Theologie, nicht wahr? Wir brauchen Gottes Gesetz nicht, nicht so wichtig, wir sind selber heilig. Gott ist ein bisschen zu streng. Das Evangelium, das Gott uns predigt, ist ein bisschen zu streng. Womit fängt Satan den Kampf gegen die Übrigen an? Mit einer neuen Theologie. Nicht so viel über die 10 Gebote reden. Das ist zu gesetzlich. So wie es früher gepredigt worden ist, das macht einem ja fast Angst. Nicht wahr? Wisst ihr? Der Satan arbeitet genau mit dem gleichen Mittel. Jetzt, was wissen wir noch mit diesem Krieg? Punkt Nummer 1, den wir gesagt haben, ist also ein Krieg der Gedanken und Worte. Wir erwarten also in unserer Zeit, nachdem die 1062 Jahre vorbei sind, einen Krieg der Gedanken gegen die Übrigen, wie wir darüber sprechen. Aber wir wollen jetzt mal diesen Krieg verstehen. Was ist das für ein Krieg? Was wissen wir noch über diesen Krieg, den er dort im Himmel begonnen hat? Was wisst ihr noch über diesen Krieg? Kommt, helft mir. Ihr seid Mitglieder der Adventbewegung. Ihr solltet mehr darüber wissen. Ein Drittel der Engel ist gefallen. Woher wissen wir das? Aus der Bibel, das ist richtig, da sollten wir alles nehmen. Aber wo genau? Offenbarung 12, Vers 4, genau. Haben wir es so ungefähr vor einem halben Jahr gehabt hier. Da heißt es, und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich. Woher wissen wir, dass Sterne Engel sind? Genau, Offenbarung 1, ja richtig, Vers 20 sagt das. Ein Drittel der Engel, ein Drittel der Sterne wurde mitgezogen, wodurch? Durch den Schwanz. Wofür stand der Schwanz nochmal in der biblischen Prophetie? Falsche Lehre, ja, fast. Falscher Prophet. Steht? Genau, fast, fängt auch mit J an, mit Jesaja. In Jesaja, und zwar Vers 9, genau, Vers 14. Jesaja 9, Vers 14, könnt ihr kurz aufschlagen. Da heißt es, Jesaja 9, Vers 14, der Älteste und Angesehene ist das Haupt. Und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Wodurch hat
Satan damals im Himmel ein Drittel aller Engel verführt? Durch Lügen, aber indem er vorgab, ein Prophet zu sein. Was ist ein Prophet? Ein Bote Gottes, jemand, der für Gott spricht. Wenn ein Prophet sagt, so und so ist es, dann sagt er nicht, ich Micha sage, sondern er sagt, so spricht der Herr. Er sagt nicht, ich Jesaja habe mir überlegt, sondern so spricht der Herr. Ein Lügenprophet sagt was? So spricht der Herr. Nur das Problem ist, der Herr spricht gar nicht so. Satan hat ein Drittel der Engel verführt, indem er Falsches so gekleidet hat, dass man den Eindruck erwecken würde, es würde von Gott kommen. Wie kämpft Satan gegen die übrigen? Indem er die Wahrheit so kleidet, dass man denkt, ja genau, das sagt doch Gott auch. Frage. Was heißt Engel übersetzt? Bote. Gibt es heute auch Engel? In der Gemeinde. Gibt es heute auch Engel? Wir alle sind Engel, oder? Offenbarung 14 hat wir alle sind Engel. Wenn ein Drittel der Engel im Himmel gefallen ist, nicht wahr? Was meint ihr wohl? Übrigens, wie waren die Engel vorher im Himmel? Was war ihr Zustand? Sündlos. Sündlos, vollkommen. Haben die mehr zur Lüge gehört? Jetzt, wenn Satan am Anfang seiner Karriere es geschafft hat, ein Drittel aller Engel zu verführen, was ist so wohl seine potenzielle Chance, Jahrtausende später, mit viel mehr Erfahrung, wenn er sich nicht an unschuldige Engel heranwagt, sondern an Engel, die schon in Schuld, an Engel, die schon lange in Schuld und Sünde leben und viel schwächer sind und Gottes Angesicht nicht sehen und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Krieg ist ein realer Krieg, bist du sofort dran, ne? Und wir sollten uns gut überlegen, was das für uns praktisch bedeutet, dass der Satan gegen die übrigen genau so kämpft. Du wolltest was sagen? Christus kann man da gar nicht überwinden. Der ist ja da eigentlich haushoch überlegen. Ganz genau. Und das Allerwichtigste ist, Satan versucht, alle unsere fünf Sinne zu zerstören, weil dann kann man gar nicht die Stimme Gottes hören. Ja. Also das geht ja hier nicht nur um Wahrheit und Lüge, sondern manche Menschen, die kannst du schon gar nicht mal mit den einfachsten Dingen ansprechen, weil die, sagen wir mal, betäubt sind irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, den Anschluss, ja? Und das Gebet praktisch, wenn sagt der Herr unser Gebet um Hilfe von Jesus, dann hat er mehr Angst, wie wenn wir so einen Befehl geben. Ja. Warum, wenn wir Stärke haben in Jesus, dann kann er uns ja nicht betrügen. Ja, das stimmt. Also, ihr habt zwei Dinge, wichtige Dinge gesagt, dass Christus weit überwindet und dass das Gebet unsere Stärke ist. Und nur für die an der Kamera sitzen. Und dass wir unseren Willen und da, wo Entscheidungen getroffen werden, dass wir da aufpassen müssen. Ja, wir müssen auch aufpassen. Es geht um unsere Entscheidung. Denn genau das, was sie beschreibt, die Möglichkeit, mit Gott zu reden und die Stärke Christus, war noch allen Engeln im Himmel zu geben. Auch dort musste man Jesus glauben. Auch dort konnte man mit Jesus reden. Und wer das getan hat, die 66 anderen Prozent, die sind gerettet worden. Ja, die sind. Obwohl sie auch nicht immer genau wussten, wo es jetzt der Weg. Die waren nicht allwissend. Und wir wissen auch, dass diese Engel auch, überlegt haben jetzt, wie und was. Aber sie haben Gott vertraut, sie haben Gott geglaubt. Und deswegen sind sie nicht von Satan überwältigt worden. Und genau das ist unser Sieg, nicht wahr? Der Glaube. Das Vertrauen, dass Gott recht hat, selbst wenn ich gerade nicht weiter weiß. Was ist denn noch mit diesem Kampf? Denn alles, was wir über den Kampf wissen, können wir übertragen auf den Krieg hier gegen die übrigen der Endzeit. Denn es ist derselbe Krieg. Der Krieg ist einfach nur von einem Schauplatz auf den nächsten verlagert worden. Es ist derselbe Krieg. Was ist denn noch mit dem Krieg im Himmel? Also wir haben jetzt schon einiges gesagt. Was ist denn noch? Satan hat ihn verloren, das stimmt. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass er auch diesen Krieg verliert. Ja? Er will ihn verlieren, aber er wird viele mitreißen. Also worum ging es noch in diesem Krieg? Was wissen wir noch über diesen Krieg im Himmel? Gut, er wollte die Anbetung der Engel haben. Es geht um die Frage der Anbetung. Ja? Worum wird es im Endzeitkrieg gehen? Um die Frage der Anbetung. Was wissen wir noch? Er wollte
Er wollte so sein wie Gott. Er wollte sich selbst erhöhen. Jetzt, was ist wohl die größte Gefahr für die Gemeinde der Übrigen? Stolz und Selbsterhöhung. Stolz und Selbsterhöhung sind nicht einfach nur ein schlechtes Laster oder eine schlechte Angewohnheit, sondern Stolz und Hochmut sind genau das hier. Das ist der Krieg. Wenn wir Stolz in unserem eigenen Leben oder in der Gemeinde entdecken, sind wir Zuschauer am großen Kampf, im direkten Krieg, der hier in Offenbarung 12, Vers 17 beschrieben wird. Der Krieg besteht nicht einfach nur aus irgendwelchen feindlichen Maßnahmen von irgendwelchen Staaten gegen eine Kirche in einem Land, wo die nicht erlaubt ist. Ja, das gehört manchmal auch dazu, aber das ist eher die Randsache. Der Kern des Krieges geht darum, wie der Satan versucht, jedes einzelne Gemeindeglied zum Stolz zu verführen. Und darauf, dass er irgendwie oder sie eigenständig sind. Dass sie jetzt schon so lange in der Gemeinde sind, sie müssen nicht jedes Mal irgendwie in der Bibel mitlesen. Sie müssen nicht jeden Morgen noch Andacht machen, weil sie haben jetzt erstmal so einen Stand erreicht, nicht wahr? Wo man ist jetzt erstmal dabei. Das hat der Satan im Wesentlichen gesagt. Wir sind jetzt Engel, wir haben jetzt einen Stand erreicht. Wir müssen nicht ständig auf das Gesetz schauen, wir müssen nicht ständig uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wir sind selbst heilig. Wir sind schon so heilig, wie wir sind. Und genau diese Idee, dieses, ich habe es schon mal erreicht und jetzt muss ich nicht weiter suchen und weiter forschen, wenn die unter uns sich verbreitet, dann dürfen wir wissen, der große Kampf hat gerade wieder voll eingeschlagen. Jetzt, was ist denn noch mit dem Krieg? Worum ging es eigentlich in dem Krieg? Um die Eifersucht, ja, es war auch Stolz, mischte sich dann mit Eifersucht. Warum er und nicht ich? Kann auch ganz schnell passieren in der Gemeinde, dass man sagt, warum wird der besser behandelt als ich? Warum darf der den Sabbatschulleiter halten und ich nicht? Warum bekomme ich vom Diakon was geschenkt und nicht geschenkt und der doch? Ja? Eifersucht, ja, sind auch solche Dinge. Das kann auf allen Ebenen stattfinden. Das kann auf der kleinsten Gemeindeebene sein, das kann unter Evangelisten sein. Warum wird der eingeladen und ich nicht? Ja? Warum, und so weiter. Das kann auf allen Ebenen sein. Bei Administratoren, warum wird der zum Vorsteher gewählt und ich nicht? Gibt es überall. Das ist der große Kampf, das ist der Krieg, den er führen möchte, der Satan. Ich meine, durch Wahrheit und Lüge, das ist der Krieg. Ja? Gott ist die Wahrheit, ich bin der Weg und die Wahrheit, das ja. Leben. Und da ist der Krieg. Ich bin der Lügner praktisch. Der ist ja Lügner und macht die Lüge in Wahrheit rein. So ja. Wie bei Jesus was wollte, bei Adam und Eva, das ist dasselbe. Wir haben immer Täuschungen praktisch. Ja, also worum ging es letztendlich in diesem großen Kampf? Dass Gott nicht liebevoll ist, sondern dass nicht liebevoll ist, also dass er nicht gerecht ist, sondern dass er dass sie dienen müssen, ansonsten können sie nicht mit ihm zusammen sein. Ja. Dass Gott nicht allein Anbetung verdient, ja. Satan hat geglaubt, er hat schöpferische Kraft. Das Kernthema, wisst ihr, der Kampf geht zwischen Michael und Satan. Michael heißt, wer so ist wie Gott. Wie ist Gott? Was sagt die Bibel? Wie ist Gott? Gott ist die Liebe. Und was ist die Liebe? Wo steht das? Da steht, dass die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote. 1. Johannes 4,16 und 1. Johannes 5,3 steht, dass die Liebe zu Gott seine Gebote halten und seine Gebote sind schwer. Genau, habe ich das nicht gesagt? Genau, das habe ich gehört. Und Johannes 14, 15 ist, wenn wir ihn, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Und Römer 13, Vers 10 sagt, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und jetzt passt auf, was ist der Hauptangriffspunkt Satans? Das Gesetz. Denn wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Worin spüren wir den großen Kampf? Genau in einer, also vor allem in einer Theorie, nämlich, hör auf, so viel über das Gesetz zu reden. Gottes Gesetze sind gut, aber vollständig halten können wir sie nicht, oder? Habt ihr das schon mal gehört? Ich habe schon so oft gehört. Gottes Gesetze sind gut, da gibt es nichts dran auszusetzen, wunderbar, nur wir können sie halt nicht voll. Gott möchte halt, dass wir uns bemühen, nicht wahr? Er vergibt uns die Sünden und dann sollen wir uns bemühen, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen näher kommen. Ganz schaffen tun wir es ja sowieso nicht. Ihr Lieben, das ist der große Kampf direkt ins Herz der Adventgemeinde. Das heißt, wir sind manchmal schon mehr im Kreuzfeuer des Kampfes drin, als wir glauben. Wir denken, naja, vielleicht ist ja unterschiedliche Sichtweisen, nicht wahr?
spielt jetzt vielleicht für die Lösung keine Rolle, ihr Leben, das ist der große Kampf. Es war genau diese Denkweise, die im himmlischen Kampf dazu geführt hat, dass so viele an Gott gezweifelt haben. Denn was ist das für ein Gott, der Dinge fordert, die ich nicht erfüllen kann? Was ist das für ein Gott, der Dinge von mir verlangt, die ich nicht erfüllen kann? Was würdet ihr von einem Elternteil sagen, der sagt, tu das? Und ich weiß ganz genau, dass du es sowieso nicht schaffen kannst. Ich will einfach nur, dass du dich bemühst. Wir haben ganz deutlich gesehen, wenn Gott uns etwas sagt, dann ist das immer eine Befähigung. Jeder Befehl Gottes ist eine Befähigung. Er gibt sozusagen nicht nur die Messlatte, er gibt auch das Trampolin, mit dem wir drüber springen können. Wir haben das letzte Mal oder vorletztes Mal gesehen, wir überwinden wie? Knapp oder weit? Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, sagt uns Römer 8. Das ist der Kampf. Wenn ihr also diese Dinge erlebt und hört und seht, seid gewiss, genau darum geht es. Der Satan möchte nicht, dass wir glauben, dass wir die Gebote Gottes halten. Übrigens, es gibt eine ähnliche... Ach, was heißt das hier über die? Sie haben die Gebote Gottes, nicht wahr? Aber dann gibt es einen anderen Vers, der klingt so ganz ähnlich. In Offenbarung 14, Vers 12. Was steht da? Könnt ihr auswendig, oder? Müssen wir nicht nachgucken. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Geduld der Heiligen und das Ausharren der Heiligen. Hier sind die da, die da versuchen, die Gebote Gottes zu halten. Wenn sie es denn nur könnten, würden sie sich freuen. Sie strengen sich so sehr an, aber Gott weiß, dass sie es nicht schaffen. Und deswegen gibt es ihn trotzdem, damit sie sich wenigstens ein bisschen abmühen. Und das versteht man unter Heiligung, nicht wahr? Abmühen, ein bisschen näher kommen zum Unerreichbaren. Nein, die da halten die Gebote Gottes. Warum? Weil sie haben den Glauben Jesu. Gerechtigkeit durch Glauben. Nicht durch eigene Werke, nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigenes Emporheben, sondern weil Gott es sagt. Weil Gott die Kraft uns gibt. Und wer dagegen, ihr Lieben, wer gegen diese Wahrheit ankämpft, kämpft gegen das Evangelium und kämpft eigentlich gegen Michael. Ob als bewusster Streiter Satans oder unbewusst. Nicht wahr? Die Eva war sich auch nicht bewusst, dass sie Adam tötet. Nicht wahr? Mit ihrer Verführung. Aber sie war eine Dienerin Satans in dem Moment. Und so passiert manchmal, dass Menschen ganz aufrichtig denken, Hilfe, das ist Fanatismus, das können wir nicht zulassen. Das verdunkelt das Evangelium von der Gnade, Gnade, Gnade. Wir dürfen sowas nicht predigen lassen, dass man auch Gesetze halten kann. Aber wisst ihr, was eigentlich das Hauptproblem ist? Was sagt ein Mensch, wenn man sagt, ich biete dir an, dass alle deine Schuld vergeben wird, kostenlos? Was sagt ein Mensch normalerweise in aller Regel? Das ist doch wunderbar, oder? Wenn ich alle meine Schuld vergeben bekomme, umsonst? Aber wenn jemand dir anbietet, ganz umsonst, jetzt ein gottgefälliges Leben leben zu können, dann nehmen das viele nicht an. Obwohl sie so gerne die Gnade annehmen für die Vergangenheit, nehmen sie so selten gerne die Gnade für die Zukunft an, denn sie wissen, das wird mein Leben verändern. Ja. Genau, schaut mal mit mir einen Text an. Wenn jemand euch fragen würde, ja, woher weißt du, dass das geht? Woher ist es möglich? Woher kannst du mir aus der Bibel beweisen, dass es möglich ist, die Gebote Gottes zu halten? Außer den Versen, die wir gerade schon gesagt haben. Wir haben es schon 4 oder 5 gesagt. Kennt ihr noch mehr? Weil es ist in der ganzen Bibel ständig vorhanden. Gott will sein Geheimnis in uns, und zwar Christus in uns, das Geheimnis genau. Gottes. Das ist sein Ziel. Wo ist, das ist Kolosser 1, Vers 27. Ja? Die Hoffnung der Herrlichkeit unter den Heiden. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Geheimnis unter den Heiden, so heißt es. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Und Christus in uns, sündigt Christus. Sündigt Christus. Nein. Nein. Hält er die Gebote? Ja. Er sagt, ich habe dein Gesetz in meinem Herzen. Mhm. Christus in uns hat immer noch das Gesetz in seinem Herzen. Das ist das Geheimnis. Okay, das war ein Fest. Du hast einen gehabt. Ja, es ist auch wichtig, dass man fähig ist, als Adventist auszulegen, 1. Johannes 1, Vers 8, ne, da heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Mhm. Natürlich, die Verse davor und danach sagen sehr deutlich, dass wir die Gebote Gottes halten sollen und auch halten können. Mhm. Und ich sage ja, das können viele theologisch Gebildete oder manche Prediger nicht mal richtig auslegen, vermute ich. Mhm. Oder man hört nicht genug darüber. Ja. Denn was 1. Johannes 1, überhaupt. Ja, was 1. Johannes 1, Vers 8 sagen will, ist ganz einfach, nicht wahr? Gibt es irgendjemanden, der nicht gesündigt hat? Nein, Römer 3 sagt ganz deutlich, alle haben gesündigt, alle haben die Herrlichkeit verfehlt, die sie vor Gott haben sollten. Aber hier ist das Ding. Bleibt ein Mensch im Römer 3-Stadium? Als Sünde.
Ja, manche schon, nicht wahr? Aber müssen alle Menschen im Römer 3 Stadion verbleiben? Nein. Nein. Da kommt noch Römer 4 und Römer 5 und Römer 6 und Römer 7 und schließlich sogar preist den Herrn Römer 8. Und jemand hat schon Römer 8 zitiert. Worum geht es in Römer 8? Moment, hier. Ein bisschen stimmt. Ja, wo haben wir das? Vers 8, Vers 3, Vers 4 und auch Vers 12 und 13. Genau. Da gibt es einige Verse. Lesen wir Vers 12 und 13 heißt es: So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das Evangelium besteht in einer ganz einfachen Sache. Das Evangelium lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Was heißt dieses eine Evangeliumswort? Wenn das ganze Evangelium in einem Namen zusammenfassen, einem Wort zusammenfassen solltet. Jesus. Was heißt Jesus? Was heißt Jesus? Das ist auch eine Bedeutung, aber was heißt Jesus? Nein, es ist Immanuel. Das ist auch schön, das ist auch das Evangelium. Aber was heißt Jesus? Das ist ja der wichtigste Name der ganzen Bibel. Deswegen im Namen Jesu. Was heißt der Name Jesu? Jesus heißt, schlag mir auf, Matthäus 1. Der Herr ist Rettung. Aber die Bibel sagt genau, was für eine Rettung. Denn in Matthäus 1, Vers 21 heißt es, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten in ihren Sünden. Steht das bei euch auch? Von ihren Sünden. Das ist Evangelium. Das Evangelium ist, Christus errettet uns von den Sünden. Und wenn ich von den Sünden errettet werde, wo ist dann die Sünde? 1, Vers 21. Matthäus 1, Vers 21. Die Sünde ist weg. Deswegen heißt es, siehe das Lamm Gottes, das der Sünde Welt trägt. Ja, steht bei euch trägt? In der Bibel? Also in der Schlachter steht, der Sündenwelt hinwegnimmt. Das ist noch schöner, ja, ist noch genauer. Trägt es auch gut, aber hinwegnimmt es. Da war es, da ist die Sünde. Und wenn er sie hinwegnimmt, entweder kann es oder kann es nicht. Kann es? Wenn es kann, ist sie dann noch da oder nicht? Also ist sie dann noch hier oder nicht? Und das ist Evangelium. Und der Satan bezeichnet das als Fanatismus, als Extremismus, als durchgeknallt. Das hat er übrigens im Himmel auch gemacht. Er hat die Wahrheit für Fanatismus bezeichnet. Und das ist eine interessante Sache. Und wie viele Engel, die absolut sündlos waren, die einen Charakter gehabt haben, wo keiner von uns auch nur so ein Stück drankommt, sind darauf eingefallen. Und wir glauben, nur weil wir alle vielleicht irgendwie mal getauft worden sind, weil wir unsere Sabbatschullektion machen, weil wir aus dem richtigen Liederbuch singen, mit Krawatte in den Gottesdienst kommen, werden wir schon in den Himmel kommen, oder? Ihr Lieben, das ist eine Täuschung. Es geht um ganz andere Dinge. Es geht um ganz andere Dinge. Und deswegen studieren wir das Thema, damit wir wissen, was die Bibel sagt. Denn es geht um einen Krieg. Leider müssen wir hier aufhören. Wir haben weder geschafft, über den Samen noch über den Übrigen zu sprechen. Aber wir haben ja nach der Sommerpause viel Zeit. Und bevor Jesus wiederkommt, werden wir noch mehr geschafft haben. Und alles, was wir dann nicht geschafft haben, werden wir dann im Himmel machen. Dann werden wir sowieso noch mehr verstehen. Nicht wahr? Freut euch darauf schon? Amen. Wenn der Krieg aufgehört hat. Nächstes Mal mehr über den Samen, vor allem die übrigen. Und ihr werdet. Wollt ihr eine interessante Hausaufgabe über den Sommerferien haben? Ja. Ich hätte ein Ja erwartet. Wir treffen uns ja dann erst wieder, im September, Anfang September. Und bis dahin könnt ihr mal in euren Sommerferien, ob am Strand oder auf dem Berg oder zu Hause, auf Balkonien, alleine oder gemeinsam folgendes Thema studieren. Sind die Übrigen die sichtbare Gemeinde? Das heißt, gibt es da eine Gemeinde der Übrigen im Sinne von, wenn ich Mitglied dieser Kirche bin, bin ich Mitglied der Übrigen? Oder sind die Übrigen eine unsichtbare Einheit? Mit anderen Worten, ganz einfach die Frage, wer sind eigentlich die Übrigen? Sind das alle, die glauben? Oder sind das alle, die bestimmte Merkmale erfüllen? Oder sind das alle, die einfach nur lebendig sind? Studiert mal die Bibel im Alten Testament, werdet ihr viele interessante Passagen finden. Wer oder was sind die Übrigen? Und versucht mal, das so zu studieren, dass ihr, wenn jemand euch fragt, was glaubst du, wer die Übrigen sind,
du Bibelverse hast, sagst, das sind die Übrigen. Und deswegen möchte ich Teil der Übrigen sein. Okay? Wäre das nicht angemessen? Ja. Zu wissen, wer die Übrigen sind? Weil wenn die Geboten Gottes kennt ihr schon wahrscheinlich gut aus. Zeugnis Jesu kennt ihr auch. Aber das mit den Übrigen ist ein spannendes Thema. Da wissen wir vielleicht schon viel im Kopf, aber haben keine Ahnung, wo es steht. Studiert das mal und wenn wir dann im September zusammenkommen, übrigens ihr, die ihr vor dem Computer seid, seid natürlich herzlich eingeladen, das auch zu tun. Und wenn ihr euch da uns das mitgeben wollt, unbedingt könnt ihr es natürlich auch dann uns senden. Aber im September werden wir wieder zusammenkommen. Das wird dann der 10. September, glaube ich, sein. Wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, aber schaut auf Joel Media mal nach, das wird euch auch angesagt werden. 10. September, bis dahin werden wir uns jetzt leider nicht mehr sehen. Seid ihr nicht auch traurig? Ja. Aber jetzt habt ihr die Gelegenheit, selbst zu studieren und noch vieles Revue passieren zu lassen und dann sehen wir uns im September wieder. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen. Auch euch, die ihr zugeschaut habt, die ihr uns immer toll gewesen seid, auch die ihr immer die Aufnahmen anschaut. Und wir wünschen euch auch einen wunderbaren Sommer. Und wir möchten euch hier noch einmal ermutigen, bevor wir aufhören, meldet euch an für das Army Bible Camp. Die Eröffnung, die Anmeldung ist eröffnet. Die Plätze sind as water to the thirsty, as beauty to the eyes, as strength that follows weakness. As water to the thirsty, as beauty to the eyes, as strength that follows weakness, as truth. As water to the thirsty, as beauty to the eyes, as strength that follows weakness, as truth instead of lies, as song time and spring time and summer time to be, so is